Meppen hätte gerne wieder diese Leichtigkeit. Im Fußballjahr 2022 davon noch nichts zu spüren. Der MSV Duisburg hat diese Leichtigkeit aktuell. Und Meppen hat vor allem Personalprobleme. 8 Covid-infizierte Spieler. 7-mal muss Rico Schmidt seine Anfangself im Vergleich zum 0:1 in Saarbrücken umbauen. 600 Fans über die A31 aus Duisburg mitgekommen in die Hensch Arena. Erste Aktion für den MSV Duisburg in Grün. Fassbender mit dem Ballverlust und dann landet der Ball irgendwie bei Orhan Ademi. Pfosten, das ist in der Anfangsphase mehr unverhofft, diese Chance für den MSV Duisburg. Ala Bakir ist frei durch, Egerer mit dem Griff und jetzt wird's interessant. Notbremse, ja oder nein? Der Schiedsrichter Patrick Kessel sagt Notbremse und das ist eine harte, aber korrekte Entscheidung. Hämlein beschwert sich da oben heftig, spekuliert aber, dass Bakir durchgeht und dass dann der Torwart eingreift. Von daher, der stand viel zu weit weg, Entscheidung richtig. Meppen in Unterzahl, was machen sie draus? Kurz vor der Halbzeit, Handelfmeter gibt's. Adjani kann's nicht fassen, Tankulic im Duell mit Adjani, das ist Grenzbereich. Aber Adjani hat beide Hände viel zu weit oben. Minute 45. Können die dezimierten Meppner sogar in Führung gehen? Sie können! Tankulic, der Führungstreffer. Meppen mit diesem schweren Personalpuzzle. Corona-infizierte Spieler, verletzte Spieler. Seine Mannschaft, Hagen Schmitz, der MSV, in der ersten Halbzeit einfach nicht griffig genug. Stehen viel zu tief drin. Und dann, das ist ein Auftakt in die zweite Halbzeit. Nach Maß. Ala Bakir, 48. Minute, sofort der Ausgleich. Und das war eigentlich als Flanke gedacht, aber weil kein Empfänger da ist, sehr undankbarer Ball für Mathis Haßmann heute im Kasten für den verletzten Erik Domaschke. Dann diese Aktion. Kessel lässt erst weiterspielen, aber dann muss er sich nochmal umentscheiden. Und das zu Recht. Guder mit einfach hartem Einsteigen gegen Marvin Knoll. Das ist zu viel des Guten, gerade wenn du schon in Unterzahl bist. Nächste rote Karte für den SV Meppen. 9-11. Und das schon nach 55 Minuten. Also weit über 30 Minuten Unterzahl für Meppen. Aber erst in der 80. Minute schafft es der MSV Duisburg mit drückender Überlegenheit auch zur Führung zu kommen. Orhan Ademi, klasse eingeleitet, das ist fußballerisch richtig stark. Quattro und erst verpassen sie in Form von Bakir und dann ist Orhan Ademi zur Stelle. Macht das, was ein Stürmer machen muss, den Ball über die Linie stolpern. Trotzdem, Piasek, der Eingewechselte, Meppen sendet immer mal wieder Lebenszeichen, ist bis zum Schluss drin in diesem Spiel. Aber am Ende bleibt es beim 2:1 Auswärtssieg. Duisburg gewinnt zum 4. Mal in den vergangenen 5 Spielen. Ja, wir wollten natürlich ins Spiel gehen, um das Spiel um zu gewinnen. Das haben wir getan. Bisschen Mühe gehabt, aber wir sind stolz, dass wir gewonnen haben. Aber was die Mannschaft in der ersten und dann noch mal mehr in der zweiten Halbzeit reingepulst hat, auch dann noch mal mit 2 Mann in Unterzahl, Kompliment, nicht nur Kompliment, es ist ein riesen Abend gewesen. Eine brutal dezimierte Meppner Mannschaft hält bis zum Schluss dagegen. Und trotzdem, Duisburg hat das Momentum auf seiner Seite und gewinnt auswärts. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.